Wie ihr seht, bin ich ein bisschen technikaffin. Ich bastle ja auch mit Raspberry Pi Mikrocontrollern. Das ist mein Arbeits-PC hier. Den werde ich jetzt gleich runterfahren, weil meine Arbeitszeit ist eigentlich schon längst vorbei. Willkommen zu meinem zweiten Teil Kommunikation in der Krise. Wie gesagt, das ist ein oft angeschnittenes Thema. Wie kann man in der Krise noch Verbindung aufrechterhalten, sich eventuell gegenseitig helfen und austauschen? Letztes Mal habe ich euch diese Pyrot-Box vorgestellt. Das ist ja eher ein wie ein toter Briefkasten, der irgendwo steht und den man per ja, WLAN erreichen kann. Also begrenzt auf, ich sag mal, 100 bis maximal 200 Meter. Mit einer guten Antenne an dem Gerät. Ich habe so eine mit plus 19 dB. Da schafft man vielleicht noch 250 Meter, aber das war es dann auch schon. Die nächste Möglichkeit, die man erwähnen muss, um über eine größere Distanz miteinander wenigstens zu kommunizieren, sind Funkgeräte. Ich habe natürlich nicht nur eines dieser Funkgeräte, allerdings nur Mobilfunkgeräte und ich erkläre euch auch warum ich Mobilfunkgeräte habe und das ist LN42. Das ist ein CB-Funkgerät und ich habe diese kleinen Funkgeräte von Midland. Die G5, das sind PNR-Funkgeräte. Wo ist der Unterschied? Da ist die Reichweite noch wesentlich geringer als bei den CB-Funkgeräten. Da ist auch die Sendeleistung betriebsseitig bedingt durch gesetzliche Auflagen auf 0,5 Watt beschränkt, wenn man keine Funklizenz hat, Amateurfunklizenz hat. Da ist allerdings alles drin. Also zwei Funkgeräte, ich habe insgesamt zwei Koffer davon, Ladegeräte, was man auch im Auto anstecken kann. Das sind mehr oder weniger Headsets mit Mikrofon. Da drin sind auch noch Ersatzakkus, im Gerät selber sind Akkus. Und ja, das ist eigentlich eher so zur Nahbereichskommunikation, wenn man als Gruppe unterwegs ist und jemand geht voraus. Da ist es sinnvoll, sowas zu haben. In der Stadt kommt ja auch nicht wesentlich weiter als mit einem WLAN. Zwischen den Gebäuden, wenn ihr da 200 bis 500 Meter schafft, ist das gut. Was anderes ist es natürlich auf freier Fläche. Wenn ihr da auf dem Feld seid, wo weit kein einziger Baum und kein Gebäude ist, da kommt ihr dann schon mal auf einen Kilometer, 2 Kilometer. Aber auch dann werdet ihr irgendwann keinen Empfang mehr haben oder der Empfang wird so verrauscht sein, dass ihr nichts mehr hört. Dann komme ich zu diesen CB-Funkgeräten. Die werden immer mit ganz kurzen Stummelantennen geliefert. Also Antennen, die sind nicht länger wie so. Die könnt ihr gleich vergessen. Ich habe mir dann hier eine etwas längere Antenne besorgt. Die neuere Generation, wie das LN42, die haben auch ein bisschen mehr Sendeleistung. Ja, also 4 Watt. Sendeleistung. Dieses Gerät hat auch, wenn man ein Relais findet, das man nutzen kann. CB-Funk-Relais sind relativ selten. Dann haben wir auch so einen genannten Dual-Channel-Empfang. Das heißt, der schaltet immer zwischen Empfangsbetrieb und Sendebetrieb zwischen zwei Kanälen um, damit man leicht über Relays arbeiten kann. Die Geräte in der Stadt, sage ich mal, werden wir auch nicht größere Reichweiten erreichen als mit den PWR-Geräten. Ja, ich sag mal 500 Meter, 600 Meter vielleicht noch, wenn überhaupt. Kommt darauf an, wie dicht bebaut das Gebiet ist, die Stadt ist. Wenn ihr natürlich auch ein Hochhaus stellt, dann habt ihr wesentlich weiter Empfang. Wenn der andere unten steht in der Stadt und hat gerade eine Hauswand vor sich in eure Richtung, dann wird es auch nicht viel bringen. Also ihr braucht eine direkte Sichtverbindung zwischen zwei Funkgeräten, um eine möglichst hohe Entfernung zu schaffen. Auf dem Feld haben die natürlich schon einen Vorteil. Wenn also wirklich keine Hindernisse zwischen euch und eurem Gesprächspartner sind, dann kann man schon mal so 10, 20 Kilometer schaffen mit Mobilfunkgeräten. Anders sieht es aus bei Stationen. Stationen haben meistens ein bisschen mehr Watt, je nachdem, ob man eine Amateurfunklizenz hat. Darf man auch mehr Watt fahren oder eben nicht. Aber die kann man halt im Zweifelsfall auch nicht mitnehmen. Da
da muss man abwägen zwischen, wo will ich jetzt zu Hause bleiben, ausschließlich zu Hause bleiben, habe ich gar nicht vor, hier irgendwo rauszugehen im Ernstfall, oder bin ich dann unterwegs und will zum Beispiel nur mal ankündigen, dass ich jetzt da ankomme oder bald ankomme, damit mir keiner irgendwo eine Falle stellt. Natürlich ist auch diese Antenne hier nicht optimal. Ich habe dann, oder wir haben Antennen gebaut, eine Wurfantenne gebaut, die ist 7 Meter lang. Und habe mir gedacht, ja, bin ja früher auch mal im Zweifunkbereich unterwegs gewesen, die Wurfantenne ist ganz nett. Braucht man auch noch so einen schönen Adapter dafür, wo man dann die Wurfantenne draufschrauben kann, dass sie hier auf das Geld passt. Ich habe jetzt gerade nicht zur Hand. Und ja, dann wollte ich es einmessen und habe versucht mit dem Schneewellenmessgerät, also mit sowas hier, die Handfunke hier, die Antenne einzumessen. Und habe festgestellt, ich habe immer ein sauschlechtes Verhältnis, nämlich eins, das fast unmöglich ist. Das Schneewellenverhältnis ist das Schlechteste, das überhaupt geht. Das Gerät hier hat selbst so ein kleines eingebautes Schneewellenmessgerät, das beim Sendetastendrücken angezeigt wird. Und da habe ich festgestellt, cool, da habe ich ja zwischen 1 und 1,5 und auf dem hatte ich über 10. Man kann mit so einem Schneewellenmessgerät und einer mobilen Handfunke keine Antenne abstimmen. Das könnt ihr euch knicken. Das funktioniert nicht. Das funktioniert, wenn ihr eine Station habt. Es funktioniert auch, wenn so ein Gerät im Auto eingebaut ist. Wahrscheinlich liegt es an der größeren Masse. Bei den Handfunken habt ihr keine Chance. Also wenn ihr eine Antenne wie so eine Wurfantenne einmessen wollt, dann braucht ihr auch eine Station. Vorhin von mir hat einer. Da bin ich dann hingegangen und habe dann so lange vorne das Drähtchen abgezwickt, bis das Stiel im Verhältnis optimal war. Jetzt macht man es auch in der Mitte des Frequenzbandes, damit man nach oben und unten ein bisschen mehr Luft hat. Das ist jetzt aber schon sehr technisch. Da gibt es auch viel mehr Kanäle drüber und Anleitungen dafür bei YouTube und sonst wo im Internet. Kann man sich alles besorgen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, das ist mit den Handfunken nicht, aber mit Stationen, dass man Datenfunk betreibt. Mittlerweile ist auch auf CB auf einigen Kanälen Datenfunk freigegeben. Das heißt, ihr könnt mit einem Datenfunkmodem euren Computer anschließen und über das sogenannte X25-Protokoll Daten mit anderen, so wie im Internet, austauschen. Es funktioniert technisch anders, weil natürlich das Gegengerät keine Antwort gibt, ob es die Pakete empfangen hat. Die werden einfach verschickt und hofft, dass sie ankommen. Grob gesagt. Funktioniert ein bisschen besser, aber so grob gesagt. Datenfunk ist eine schöne Sache. Die Datenübertragungsrate ist ungefähr zu alten Modemzeiten, also 9600 Baud oder schlechter, je nach Entfernung, je nach Verbindungsgüte. Aber die Modems sind sehr teuer. Funkgeräte, wo das schon eingebaut ist, sind noch teurer. Und ihr braucht dazu auch immer einen Computer, also auf Deutsch für was unterwegs, auch denkbar ungeeignet. Ich kann ja nicht irgendwo hier beim Gehen einen Laptop an meinen Funkgerät, selbst wenn es es könnte. Es gibt auch die Möglichkeit, das über die Kopfhörerbuchse und über die Mikrofonbuchse am Gerät anzuschließen. Es gibt auch Bauanleitungen für einen Raspberry Pi, wo man das machen könnte. Trotzdem müsste ich dann auch noch einen Tablet-Computer mitnehmen oder einen Computer mitnehmen, der einen Soundausgang hat, einen Mikrofoneingang hat, damit ich das überhaupt nutzen kann. Und auch da ist die Übertragungsgeschwindigkeit, ja, textbasierte Anwendungen wie in einem normalen Chat, ja, alles darüber hinaus eher nicht. Bei der Sprachverbindung, ihr wisst selbst, was könnt ihr, wenn ihr miteinander redet, so an Informationen austauschen? Nicht allzu viel, ja, man kann einem vielleicht noch erklären, wie er jetzt von A nach B kommt und das ist übrigens eine Dipolantenne, die ich auch noch gebaut habe, die hat noch einen besseren Wirkungsgrad als die Wurfantenne. Aber zurückzukommen, was könnt ihr austauschen? Ihr könnt ihm erklären, wie er was einfach zu benutzen hat. Ihr könnt ihm einfache Vorgänge und Anleitungen geben, aber komplexere Dinge oder Anleitungen werdet ihr über Funk nicht mitteilen können. Dazu ist Funk auch denkbar ungeeignet. Es ist eine Möglichkeit der Notfallkommunikation. Zurzeit ist auch auf den CB-Funkkanälen und auch auf den PMR-Funkkanälen fast nichts los. Also die Zeitalter des CB-Funks sind mit dem Handy gestorben. Heutzutage hat jeder ein Handy dabei und wenn jemand anrufen will, tut er das über
seinen Handyprovider, hat eine super Soundqualität, kann sogar vielleicht noch ein Video mitschicken oder eine Videokonferenz schalten, kann ihm auch gleich ein Dokument zuschicken. Das funktioniert alles relativ gut und relativ schnell. Also ein Funkgerät, nein, geht nicht. Also es macht schon Sinn, im Notfall erreichbar zu sein, um wichtige Informationen durchzugeben, wie wir sind unterwegs, wir kommen bald an, wir haben vielleicht jemand dabei, der hat sich am Arm gerissen, wir bräuchten dringend Hilfe, wir sind da und da, kannst du uns Hilfe schicken? Sowas ja. Aber dann schon mal zu fragen, wie schaut es aus, wie baue ich jetzt am besten mein Zelt auf, wenn man so nie aufgebaut hat, und zu erwarten, dass der andere einem per Funk, ohne zu sehen, was man tut, erklärt, wie man ein Zelt aufbaut. Leute, vergessen es. Mein nächstes Thema wird nicht Kommunikation in der Krise sein. Bis jetzt habe ich mich ja immer auf Sachen beschränkt, wo man entweder wenig Strom wie bei der Piratebox brauchte. Das geht auch mit einer Powerbank und einer Solarzelle. Ähnliches kann man auch mit Solarenergie laden, oder manche haben sogar eine Solarladefunktion dabei. Ein Handy ist leicht zu laden. Diese Funkgeräte kann man auch laden, sind im Endeffekt auch nichts anderes als Doppel-A-Batterien drin. Die kann man auch jederzeit aufladen, nachrüsten, oder AAA bei den PMR-Geräten. Andersrum ist auch Strom nicht angewiesen. Aber Krisenkommunikation geht für mich ein Stück weiter. Wir haben ja aktuell auch eine Krise. Und in dieser Krise haben wir noch Strom. Es fällt ja nicht immer der komplette Strom weg. Was wir momentan haben, ist Zensur. Zensur. Ja, und da muss man sich überlegen, wie man denn noch miteinander kommuniziert, ohne A, Probleme zu kriegen, und B, ja, dass die Information irgendwann wieder weg ist, weil sie irgendein Provider löscht, der meint, das wäre jetzt nicht okay, wenn man sowas von sich gibt. Und dazu will ich euch nächstes Mal was zeigen. Setzt immer voraus, dass das Internet noch funktioniert, dass euer Router Strom hat, den kann man natürlich auch, meistens sind 5 Volt Geräte, von einer Powerbank weg betreiben, das Internet selbst, das ist relativ ausfallsicher gebastelt, hat auch meistens eine Notstromversorgung, weil Behörden und Forschungsinstitute über das Internet weiter kommunizieren wollen und müssen. Der Knackpunkt ist euer Router, der keinen Strom mehr hat, und damit kommt ihr nicht mehr ins Internet. Wenn ihr zwischen Router und eurem PC noch ein Switch ist, braucht ihr natürlich auch noch Strom, ganz klar. Aber da reden wir vor ein paar Watt, die kann man so auch erreichen. Meistens sind es ja 5 Volt Geräte. Ihr müsst einfach einen Adapter für eure Powerbank schnitzen, dann könnt ihr die Geräte wieder weiter betreiben. In meinem nächsten Beitrag wird es also um die Möglichkeit zu geben, sich auszutauschen via Internet. Den Rest erzähle ich euch dann.